Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir, der Caro und die neue Collab. Sie ist da, weil man hat so einen kleinen Trailer gesehen, aber der ging wirklich nur mega, mega kurz, so mit Keksen backen und so. Und jetzt möchte ich mit euch das erste Mal hier da draufklicken, aber ich glaube, dieses Game sagt mir schon was und ich glaube sogar, es ist von Come to Us, aber das werden wir gleich sehen, ob es wirklich das ist, was ich denke. Es gibt nämlich ein ähnliches Spiel wie SW aufgebaut, nur halt mit Keksen, dass man halt so Kekse beschwört und so weiter. Von Come to Us. Ich weiß aber nicht, ob es das ist. Cookie Run Kingdom. Warte mal, ich schau mal. Cookie Run Kingdom. Es ist nicht von Come to Us tatsächlich, aber ich habe mal gehört, dass Come to Us da trotzdem seine Fingerchen drinne hat. Aber okay, ich will es nicht zu 100% sagen, weil hier steht halt, The Vistas Corporation ist die Firma von dem Spiel Cookie Run Kingdom. Kennt ihr dieses Game? Ich habe es noch nie gespielt, deswegen hier die Frage an euch jetzt. Kennt ihr das Game? Falls ja, ist das cool, weil Bewertungen passen auf jeden Fall. 4,6 Sterne. Okay, lass uns mal ins Game gehen und mal schauen, ja, was uns Come to Us zu sagen hat. Endlich ist es soweit hier. Cookie Run Kingdom und so, das war 29. August. Oh mein Gott, das ist ja noch ewig hin. Trifft die charmanten und entzückenden Cookies in 16 Tagen. Das Ding ist halt, jetzt sparen alle Leute bis zum 29. August. Was ist der 29. August für ein Tag? Es ist ein Montag und Leute, falls ihr Bock habt, dass ich am Montag eure Rollenöffner am 29. August, falls es dann wirklich da kommt, schreibt mir einfach, ich streame sowieso am Montag, deswegen haut das auf jeden Fall hin. Mega geil. 16 Tage, aber man kann doch nichts sehen von den neuen Units, oder? Errichte exklusive Collab-Gebäude. Okay, das wollen wir mal einsammeln hier. Das nehmen wir schon mal mit. Das stellen wir dann auch auf jeden Fall gleich auf. Tippe auf das Gebäude, um bereits jetzt schon Gelee-Belohnungen zu sammeln. Ach so, erhalte jeden Tag mindestens, eine MS. Oho, okay. Insgesamt erhalten, okay, also maximal sind jetzt 16 MS, die wir sammeln können, aber immerhin, 16 sind 16. Was gibt's noch? Die Süßen und Mutigen kommen demnächst, okay, ist das eine neue Rolle? Eine Collab-Schriftrolle. Die lassen sich aber auch über irgendwas Geiles einfallen, hier wie diese Schriftrollen. Ich finde das Hammer. Also ohne Scheiß, das Design von den einzelnen Schriftrollen, die so gekommen sind, ist schon mega. Auf jeden Fall, also da können wir wahrscheinlich von allen Elementen die Collab-Units halt wahrscheinlich ziehen. Gehe ich jetzt mal von aus. Das ist so ein Special-Rollen. Wir werden die sicherlich auch aus ganz normalen MS ziehen können. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder MS werden dann zu diesen Rollen. Wäre auch eine coole Variante, aber ich glaube eher an Variante 1, ja, dass man so diese Rollen halt so extra bekommen kann oder sich kaufen kann, je nachdem, ne, um extra die Collab-Units halt zu bekommen. Erhalte einen gratis Nat 5 Collab-Cookie. Oh, ein gratis Nat 5 von einem Collab gibt es auch. Hoffentlich können wir auch uns auch das Element aussuchen und nicht so wie auf dem Bild beschrieben, dass es vielleicht blau wie Wasser ist. Ja, mal schauen. Die Belohnungen sind 48 Stunden nach Ende des Events verfügbar, alles klar. Also immer schön einsammeln, jeden Tag auf das Gebäude klicken. Dann gehen wir doch mal auf das wunderschöne Gebäude. Muss mal Platz suchen. Wo haben wir Platz? Hier, so, da ist es. Zack. Okay. Schauen wir uns das mal an, dieses wunderschöne Gebäude. Und klicken wir drauf. Es hat wunderschönen Platz, ja. Neben dem Beschwörungsportal, also besser geht gar nicht. Okay, Gelee-Bohnen. Und wann kommen jetzt hier die Gelee-Bohnen-Produktion? Okay. Also kommt in maximaler Platz, alles klar. Alle 2 Stunden? Nein. Oder gibt es da einen extra Shop oder irgendwas? Gibt es hier einen extra Shop? Nee, ne? Es gibt jetzt nicht einen extra Gelee-Shop oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich schätze schon, dass wir eine MS bekommen. Hier, aber alle 2 Stunden? Nein, jeden Tag. Ich stand doch da, jeden Tag bekommt man eine. Ein Gelee. Erhalte jeden Tag mindestens eine Gelee-Bohne. Ist gleich eine MS. Die Mission wird jeden Tag um 17 Uhr zurückgesetzt. Die Belohnungen können nach dem Collab-Update auf jedem Server auf einmal eingesammelt werden. Okay, also man kann sie auf einmal einsammeln. Du hättest eine mystische Schriftrolle, wenn du jeden Tag mindestens eine Gelee-Bohne erhältst. Ja, ist ja kein Problem, ne? Da stand da alle 2 Stunden. Kann nach dem Update auf einmal eingesammelt werden. Okay, also erst, wenn das Update kommt, können wir die einsammeln. Okay, aber ich verstehe. Es ist ganz cool, aber ich glaube, ich verstehe das trotzdem so, dass man 16 MS sich jeden Tag, also jeden Tag mindestens eine MS erhältst. Okay. Wäre natürlich cool, wenn man mehrere Gelee-Bohnen farmen könnte und mehrere MS bekommt.
Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Entweder eine MS pro Tag oder alle 2 Stunden Gelee und alle 2 Stunden eine MS. Das wäre ein bisschen zu krass. Ich glaube, das wäre zu krass. Nee, das wäre auf jeden Fall zu krass. Weil hier steht eine alle 2 Stunden plus eins alle 2 Stunden. Und das muss man natürlich immer wieder abholen. Restzeit, maximaler Platz sind 10. Also 10 Gelees können hier drinne sein. Ja, schon verstanden, auf jeden Fall. Okay, und das eine MS. Ja gut, okay. Aber das ist das neue Event. Lasst uns mal ganz kurz dieses Cookie-Spiel... Cookie Run Kingdom. Ich habe jetzt so einen Promotion-Trailer hier gefunden hier von Cookie Run Kingdom und ich will mir den jetzt mal mit euch zusammen angucken. Ich denke mal, Lautstärke passt. Sollte zumindest passen. Also schauen wir mal. Also so sah das in dem Trailer ja auch am Anfang so aus mit diesem Backen von den Keksen. Ich kann mir noch gar keine Collab-Fest irgendwie vorstellen. Wie soll das aussehen? Wie soll das aussehen? Rennen wir dann, da haben wir dann irgendwie einen Keks, mit dem wir kämpfen oder wie? Also, ich find's cool. Die Idee ist richtig, richtig cool. Es ist mal was komplett anderes. Es ist wirklich was komplett anderes. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, mit einem Keks rumzurennen. Also, was heißt rumzurennen? Aber mit einem Keks zu kämpfen in der Realtime-Arena oder so. ETF. Ich kann's mir nicht vorstellen. Ich kann es mir irgendwie wirklich nicht vorstellen, mit dem Keks herumzurennen, weil es weh. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich find's mega geil. Endlich ist es soweit. Die Collab ist da. Ich mach mal jetzt hier Pause, aber wir haben jetzt einen Einblick von dem Spiel, dass es hier um ganz viele Kekse geht, ja, um besten gebackenen Kekse, hoffentlich mit Schoko. Ah, ich liebe Schokokekse. Sagt mir gerne euer Feedback hier zum neuen Update, beziehungsweise auch zum neuen Event und natürlich auch zum neuen Gebäude und ja, vielleicht eure Vorstellung. Bringt mal eure Vorstellung rein, ja, wie so ein Monster bei SW aussehen könnte, so im Keksformat. Ist doch nice, oder? Also, ich finde die Idee auf jeden Fall cool. Wir dachten natürlich alle, so eine Call-Up, ja, mit üben, einem übelst krassen Game oder so, keine Ahnung. Und jetzt kommt halt Cookie Run Kingdom, was auch ein Mobile-Game ist, also eine Mobile-Game-Kooperation. Ja, okay, vielleicht gucken wir vielleicht mal in dieses Cookie-Spiel vorher rein. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das auch mal im Stream machen. Einfach mal dieses Cookie-Spiel reingucken, bevor natürlich das Update kommt bei SW. Wäre eine Idee. Okay, ja, also ich danke euch fürs Zugucken. Ich bin gehypt, also haut rein, viel Spaß und ciao.